Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf meinem Kanal. Ihr könnt euch bestimmt schon denken, wo ich mich hier gerade befinde und was ich heute vorhabe. Und zwar habe ich heute ein Hairstyle-Tutorial vor, Leute. Ich war noch vor 2 Tagen beim Friseur, deswegen sieht das noch alles hier relativ gut aus. Ja Leute, viele Leute haben sich gewünscht, dass ich diesen Hairstyle-Tutorial hier mache. Ich habe auch einen Post rausgehauen, ich euch heute zum Beispiel mit Haarspray, mit Wasser, mit dem Föhn. Es gibt viele Varianten, sich Locken zu machen und die zeige ich euch heute, Leute. Als allererstes wäscht ihr eure Haare. Das werde ich aber natürlich jetzt alles vorspulen. So Leute, so müsste das Ganze hier dann aussehen, eure Haare. Ich zeige euch jetzt die Variante Nummer 1, wie ihr eure Locken hinbekommt. Also entweder, nachdem ihr eure Haare nass gemacht habt, lässt ihr die einfach so. Ihr lässt die halt einfach so und die werden dann lockig. Also am besten Falle, wenn ihr Naturlocken natürlich habt. Dann bewegt ihr oben halt so ein bisschen und dann werden die auch schon von alleine lockig. Okay, fertig. So Leute, ich zeige euch jetzt, wie das Ganze aussieht, wenn meine Haare getrocknet sind. So Leute, so sieht das Ganze dann noch aus. Ich habe es euch ja gerade im Vergleich gezeigt. Aber das ist jetzt nicht so meine Variante, Leute. Jetzt zeige ich euch meine Variante, die ich am öftesten benutze. Es werden jetzt noch 2 Varianten kommen, Leute, und das zeige ich euch jetzt. Ich habe jetzt meine Haare wieder nass gemacht, habt ihr jetzt keine Lust, wieder das zu filmen. Und zwar, Leute, jetzt macht ihr einfach genau das hier. Ihr schüttelt einfach eure Haare ganze Zeit durch, ganze Zeit. So, ich mache das jetzt nicht ganze Zeit vor der Kamera. Ich rotte hier jetzt ein bisschen durch und dann zeige ich euch, wie meine Haare danach aussehen. Bis gleich. Das Ganze jetzt aus, wenn die Haare getrocknet sind, Leute. Ich habe euch vergessen, einen kleinen Punkt zu nennen. Und zwar, wenn ihr die Haare durchrüttelt, versucht mal so ein bisschen so die Locken so etwas aufzumachen. Dann werden die Haare etwas lockiger. Und warum mir dieser Trick hier ein bisschen, beziehungsweise, ja, Trick kann ich das nennen, warum mir der hier besser gefällt, liegt daran, dass wenn ich den hier mache, halt die Locken aufmache, werden die so ein bisschen lockiger und die Haare gehen auf. Ja, ich würde sagen, das war's hier mit der zweiten Version. Ich würde sagen, sehen wir uns bei der dritten. Ja. So Leute, ich habe jetzt meine Haare wieder nass gemacht. Kommen wir jetzt zur Variante 3. Leute, diese Variante ist auch einer meiner liebsten mit der Variante 2. Die 1 ist eigentlich nicht so meine. So Leute, jetzt zeige ich euch, wie die Variante 3 funktioniert. Bei der Variante 3 nehmt ihr jetzt hier den Föhn. Ich mache den jetzt nicht laut an, sonst hört ihr mich nicht mehr. Und ihr nehmt den Föhn und föhnt einfach und macht die Variante hier vom Trick 2 ganze Zeit. Aber Leute, ihr müsst aufpassen. Sobald ihr merkt, dass eure Haare etwas trockener geworden ist, hört ihr auf mit dem Föhn. Was passieren kann, wenn ihr weiter föhnt? Und zwar Leute, wenn ihr weiter föhnt, werden die Haare leicht glatt durch die Wärme. Und dann verliert ihr die Locken, wisst ihr? Deswegen versucht, sobald ihr merkt, dass die Haare etwas trocknen, hört sofort auf und lasst sie dann trocknen von alleine. So aus, wenn die Variante 3 fertig ist. Also ich kann euch am besten nur Variante 2 und 3 empfehlen. Variante 1 ist so für die längeren Haare, weil du dort mehr Locken kriegst und durch die langen Haare geht das alles halt runter. Okay, auf jeden Fall Leute, ich kann euch auch empfehlen, Haarspray zu benutzen, weil meistens, vor allem in diesem Wetter jetzt hier, gehen durch den Wind die ganzen Locken kaputt und das ist mir schon öfter passiert, hat mich auch öfter aufgeregt. Deswegen meistens mache ich mir meistens hier Haarspray ein bisschen rein. Halt, man macht halt so viel man will, nur nicht zu viel damit, sonst ist das kacke aus. Ich mache mir meistens etwas vorne drauf und an den Seiten. Also mehr auf jeden Fall vorne. Leute, ich blende euch jetzt nochmal die 3 Bilder ein. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, welches von den 3 ihr am besten fandet. Das wär's von meiner Seite. Ciao Leute und bis zum nächsten Mal. Kommen wir jetzt auch zum Ende hier. Ich muss das hier alles nochmal nachfilmen. Vergesst auf jeden Fall nicht bei Ali vorbeizuschauen. Er macht auf jeden Fall auch richtig krasse Videos, denn er hat genau dasselbe wie ich gemacht. Ein Hair-Tutorial mit glatten Haaren. Sieht auf jeden Fall auch richtig krass aus. Vergiss nicht abzuchecken. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr so Sachen in der ähnlichen Art sehen wollt, wie zum Beispiel Top 10 Outfits,
10 Fakten oder was ich an Mädchen mag. Dann lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Ciao Leute und bis zum nächsten Mal.